Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ja, dieses Video wurde sich ja schon lange gewünscht von einigen von euch nach meiner Spirit Jersey Kollektion. Ich verlinke euch das Video auch nochmal bei dem i. Da habe ich gezeigt, welche Spirit Jersey ich bereits besitze, da meine zwei größten Leidenschaften sind Ohren und Spirit Jerseys. Und genau, jetzt nach dem Spirit Jersey Video mache ich meine Ohrenkollektion. Ich bin ganz gespannt, wie ihr sehen könnt, hinten an der Wand. In den anderen Videos seht ihr immer die Ohren, die an der Wand hängen. Keines der Ohren hängt mehr an der Wand. Die liegen alle hier auf dem Boden verteilt. Und ja, ich bin sehr gespannt oder ich freue mich sehr, euch diese Ohren jetzt zeigen zu können. Es sind einige Ohren, kann ich euch sagen. Wie bei dem Spirit Jersey Video würde ich euch oder könnt ihr gerne unten kommentieren, wie viele ihr denkt, es sind zurzeit. Es ist Anfang April und ja. Meine Ohrenkollektion wächst auch gefühlt monatlich oder wöchentlich, kommt darauf an, wie oft ich in Disneyland fahre oder welche es online gibt. Aber wie gesagt, ihr könnt ja unten gerne mal kommentieren, was ihr denkt, wie viele Ohren ich besitze. Ich kann euch einen Tipp geben, es ist noch zweistellig. Es fehlt auch noch ein bisschen bis zu dreistellig, aber ihr könnt mal unten kommentieren und raten und am Ende des Videos werde ich euch mitteilen, wie viele Ohren es sind oder ihr zählt einfach mit. Und am Ende könnt ihr gerne noch kommentieren, welches euer Lieblingspaar Ohren ist. Ich muss sagen, ich wollte eigentlich mein Lieblingspaar Ohren anziehen, also um Kopf. Aber ich konnte mich wirklich nicht entscheiden. Ich habe einige Ohren, die ich sehr, sehr gerne mag und deswegen konnte ich mich nicht entscheiden. Deswegen habe ich mich einfach für die klassischen Ohren entschieden, die es, ja, schon immer gibt und geben wird, glaube ich, im Disneyland. Und genau, deswegen einmal die klassischen Ohren. Und ich erzähle euch erstmal jetzt kurz die Geschichte, wie das alles angefangen hat mit meiner Ohrensammlung, Phobie, Ohrensammlung, Craziness. Genau. Ja, bei meinem ersten Disneyland Paris Trip, ich glaube, er war 2009 oder 2010, auf jeden Fall war noch 20. Jubiläum. Da war ich ja damals mit meinem Ex-Freund zusammen im Disneyland Paris und da habe ich mir kein Paar Ohren gekauft. Ich habe mir nur so ein Hütchen gekauft mit so kleinen Minimaus-Ohren, aber das waren keine richtigen Ohren. Ich weiß nicht warum, kann ich euch nicht erklären, ob ich das damals noch ein bisschen dämlich fand oder so. Jetzt könnte ich es auch jetzt im Alltag tragen, hätte ich kein Problem mit. Und dann 2016, glaube ich, war ich dann in London mit einer Freundin und da war ich im Harrington, heißt glaube ich dieser große Einkaufsladen im Harringtons. Und da gab es dann eine Disney, also ein Disney-Shop mit Disney-Figuren und da wollte ich unbedingt hin. Meine Freundin ist nicht mitgekommen, weil sie kein Disney-Fan ist. Ich habe sie irgendwo stehen gelassen und bin dann alleine hin. Und dann habe ich Fotos mit so Figuren gemacht, die da standen. Also keine Lebenden, sondern halt so Figuren, die da standen. Und da hat mich dann ein Mitarbeiter gesehen und dachte, komm, oder dachte, oder hat mich gefragt, ob ich gerne ein paar Ohren haben möchte. Ich so, ja, wieso nicht? Und da hat mir dann ein paar Ohren geschenkt. Ähnlich wie die, nur in der Kindergröße. Die waren dann ein bisschen eng und ein bisschen klein, aber egal. Ich kann euch hier um mein Foto einblenden, wie dieses Bild damals aussah mit den paar Ohren und der Figur. Da sehe ich auch noch etwas jünger aus. Ja, also so habe ich mein erstes Paar Ohren bekommen und dann bei den Disneyland Paris Trips, die dann nachfolgten, sind es dann immer mehr geworden und jetzt sind es sehr, sehr viele. So begann meine Disney-Ohrensammlung mit der Story und ja, wie ich meine Ohren aufbewahre, wollte ich auch euch kurz erzählen. Einmal, wie gesagt, an der Wand. Ich zeige euch jetzt auch mal kurz ein Video, wie meine Wand leer aussieht und nochmal ein Video danach, wie sie dann wieder behangen aussieht, weil ich nutze jetzt die Möglichkeit und werde meine Ohren neu sortieren. Ich werde jetzt wirklich die ganz besonderen und schönen Ohren an die Wand hängen und dann die anderen Ohren werde ich auf meine Ohrenhalter packen, die ich euch jetzt zeige. Ja, ich habe zwei Ohrenhalter im Prinzip. Einmal diesen Ohrenhalter. Jetzt rutscht der andere gleich von meinem Schoß. Und zwar mal hier diesen Ohrenhalter. Den habe ich bei Ears Ever After gekauft. Ich packe euch auch den Link unten in die Infobox von der netten Dame. Die ist die kommt aus England, aber schickt auch nach Deutschland. Und da habe ich meinen ersten Ohrenhalter bei ihr gekauft. Habe auch ganz viele Ohren von ihr, werde ich euch später ja eh zeigen. Und genau, das war mein erster Ohrenhalter. Ich glaube, der hat um die 30, 35 Euro gekostet. Ich weiß es nicht mehr.
Aber der war wirklich super schnell voll. Aber da werde ich, glaube ich, meine selbstgenähten Ohren und die von der lieben Britta noch draufpacken. Genau, und dann apropos Britta, ah ne, oder die Seasonal-Ohren, so Weihnachts- und Halloween-Ohren. Das kann ich auch machen. Ich bin mir noch unsicher. Und dann das andere, den anderen Ohrenhalter, den ich habe, den habe ich von der Britta. Die Britta, ich packe unten mal euch in die Infobox ihren Instagram-Namen. Wenn ihr Interesse an so einem Ohrenhalter habt oder an selbstgemachten Ohren, zeige ich euch auch noch welche, die sie mir gemacht hat, dann kontaktiert sie einfach über Instagram. Und dann macht sie, also natürlich gegen Aufpreis, aber dann stellt sie so einen Ohrenhalter für euch her. Und zwar, das ist einmal hier dieser, der ist etwas breiter, was ich sehr praktisch finde bei mir. Ihr könnt auch die Farben der Enden jeweils aussuchen. Und genau, der hieß, hier ist grau mit einer weißen Schleife. Und ich habe bereits einen zweiten bei ihr bestellt, weil der auch mittlerweile voll ist. Meine Wand ist voll, der ist auch voll und meine Lampe muss wieder dran glauben. Das ist immer so die Ausweichoption dann. Es tut mir auch leid, dass das Video sehr lang sein wird, aber es sind einige Ohren und wenn ihr keine Lust mehr habt, also es euch anzuschauen, dann klickt einfach aufs X auf dem Browser und dann ist okay. Aber lasst bitte noch ein Like da und ein Abonnement. Genau, würde mich sehr darüber freuen. Also wie gesagt, das ist der Ohrenhalter von der lieben Britta, die stellt sie selbst her zu Hause und wenn ihr Interesse habt, einfach ihr bei Instagram schreiben. Ich finde die sehr süß und sehr viel Talent hat sie mit diesem Ausschneiden, finde ich auch. Das, glaube ich, könnte ich nicht. Ich nähe auch selbst Ohren. Dazu werde ich auch noch ein neues Video machen, wie man Ohren selbst näht, weil ich hatte ja eins mit Debbie gemacht zu Weihnachten. Aber aus persönlichen Gründen macht Debbie ja keine Videos mehr und hat mir auch gebeten, die Videos vom Kanal runterzunehmen. Und ja, deswegen habe ich noch vor, ein neues Video zu machen für euch, damit ihr das trotzdem weiter nachnähen könnt. Und ich würde sagen, wir beginnen dann auch erstmal mit meinen selbstgemachten Ohren. Ich habe die Ohren nach Kauf, also Kaufort oder Personen sortiert. Und ja, deswegen fangen wir jetzt mal mit meinen Ohren. Ja, ich besitze ganz, ganz viele Disney-Stoffe und habe ja seit, ich glaube, 1,5 Jahren oder 2 Jahren eine eigene Nähmaschine und habe da auch angefangen, Kleidung für mich zu nähen eben mit Disney-Stoffen. Und dann dachte ich mir irgendwann, warum soll ich denn auch keine Ohren nähen? So, und dann habe ich das erste Paar Ohren genäht und zwar hier dieses. Ich blende euch auch zu jedem Ohr ein Bild ein, damit ihr das besser sehen könnt. Genau, das war mein erstes Paar Ohren, welches ich genäht habe. Man sieht natürlich, dass es nicht perfekt ist, aber ich liebe sie trotzdem sehr. Wie gesagt, es ist mein erstes Paar Ohren und auch angezogen sehen die super toll aus. Und man erkennt es von weitem gar nicht, dass sie selbst genäht sind. Das Muster ist Mickey und Minnie. Ich versuche euch ein bisschen was zu den Ohren immer zu erzählen. Dann machen wir weiter mit Prinzessinnenohren. Hier habt ihr alle möglichen Prinzessinnen: Belle, Cinderella, Rapunzel, Ariel drauf. Und die hatte ich mir für die Disney-Kreuzfahrt gemacht, weil ich da ganz viele Prinzessinnen getroffen habe. Dann ein weiteres Paar. Den Stoff finde ich super, super süß. Ist dieses Dumbo-Paar. Dumbo Ohren, Dumbo, dieses Paar Dumbo Ohren. So. Deutsch muss man auch noch mal lernen, ne? Genau, ist dieses Dumbo Paar Ohren, finde ich sehr süß, weil ich den Stoff sehr liebe. Ich habe mir daraus aus dem Pullover genäht und der passt super dann zu den Ohren. Dann habe ich mir für die Disney Kreuzfahrt für uns alle, wir waren ja zu viert, jedes das, also das gleiche Paar Ohren genäht, damit wir alle die gleichen haben mit so kleinen Ankern. Fand ich ganz süß die Idee. Und falls ich das Video dann schon gemacht habe, also es kommt sehr wahrscheinlich dann nach dem Video für die, also mit der Ohrenkollektion, verlinke ich euch bei dem i, wie ihr die Ohren auch selbst nähen könnt. Genau, also und dann haben wir einmal Frozen-Ohren mit Elsa, Olaf, Anna und nochmal Olaf. Habe ich mir auch für die Kreuzfahrt gemacht, weil da die Frozen. So ein Frozen-Abend, Frozen-Tag war. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Dann habe ich mir für Weihnachten ein paar, oder das ist im Prinzip das Paar Ohren, was ich mit Debbie zusammengenäht habe in unserem Ohrenvideo. Genau, mit Weihnachtsmuster. Und das letzte Paar, was ich mir letztes Jahr genäht habe, war zu der Lion King und Jungle Book Festival. Und zwar diese Simba-Ohren. Ich habe auch einige für euch genäht da draußen, weil einige sehr toll, den Stoff toll, sehr toll waren. Ich finde den Stoff auch sehr toll. Ich habe sogar ein Kleid daraus genäht, passend zu den Ohren. Und ja,
ist wirklich super, super süß. Ja, also ich habe keine spezifische Reihenfolge, die ich, also keine chronologische oder so wie, also welche Ohren ich euch zuerst zeige oder nicht. Ich mache jetzt weiter mit den internationalen Ohren, also die ich irgendwo aus der Welt bekommen habe oder mitgebracht bekommen habe, außer Paris. Und zwar einmal aus Hongkong, da war der liebe Florian mal da, zu den Preisen, die gekauft wurden. Das ist, kann ich euch jetzt nicht mehr so genau sagen. Also ich glaube, die günstigen Ohren in Paris kosten mittlerweile 20 Ohren und die Ohren können hochgehen bis 30 Dollar, 30 Euro. Also irgendwo zwischen 20 und 30 Euro, würde ich sagen, kostet so ein paar Ohren. Ja, also wie gesagt, liebe Florian war letztens in Hongkong und hat mir zwei Paar Ohren mitgebracht. Und zwar einmal hier diese gold-silbernen Ohren mit dem Hongkong-Schloss drauf. Die gibt es mittlerweile auch in Paris mit dem Pariser Schloss. Das ist ein bisschen schlanker. Die werde ich mir aber nicht holen, weil ich den Sinn nicht darin sehe, noch mal mir ein paar Ohren zu holen, nur weil da ein anderes Schloss drauf ist. Genau, also die sind aus Hongkong. Finde ich auch besonderer, wenn man ein anderes Schloss hat als Paris. Und das andere Paar Ohren, was ich wirklich toll finde, ist dieses Paar Ariel-Ohren. Die gab es auch in Hongkong. Ich weiß gar nicht, die gab es auch, glaube ich, in Florida. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall waren sie sehr besonders. Was nur ein bisschen doof war bei diesen Paar Ohren, die Schleife war irgendwie ganz doof drauf genäht. Die habe ich dann hier mit Heißkleber ein bisschen festgeklebt, damit die nicht so nach vorne rutscht. Ich hatte die einmal an. Das hat mich tierisch genervt. Genau, also einmal die aus Hongkong. Dann machen wir weiter mit, was haben wir denn? Machen wir weiter mit Anaheim. Und zwar einmal, die sind sehr, sehr neu. Einmal hier diese Chinese New Year's Ohren. Die habe ich, also die hat der Rico gekauft. Das habe ich jetzt auch in meinem März-Haul gezeigt und erklärt. Dazu gibt es auch den passenden Spur Jersey. Genau, der hat der Rico gekauft in Anaheim, dann zu Florian gebracht und Florian hat es mir mitgebracht. Auf jeden Fall sind die aus Anaheim, die gab es auch eine Zeit lang in Florida, aber nur ganz, ganz limitiert und temporär. Und ich finde die sehr besonders, weil die halt so chinesisch angehaucht sind und auch mal was anderes. Und was ich auch noch besonders finde, ist, dass keine Schleife drauf ist. Ich habe, glaube ich, sonst kein Paar Ohren, wo keine Schleife drauf ist. Natürlich fehlt dann ein bisschen was, aber ist mal was anderes. Dann zeige ich euch die zwei Ohren, die ich geschenkt bekommen habe von dem lieben Axel. Der war, ich mal produziere Videos für seinen Kanal und als Dankeschön hat er mir immer mal wieder Ohren mitgebracht aus Florida, als er da war. Und das erste Paar Ohren, welches er mir mitgebracht hat, ist dieses Paar Ohren. Die finde ich auch sehr besonders, weil sie auch anders sind und auch so amerikanisch Jeans-Cowboy-mäßiger Look sind, wegen den Sternen und auch wegen dem Tuch hier. Genau, die hat er mir als erstes mitgebracht. Und dann als zweites Paar Ohren, was im Prinzip keine Ohren sind, ist dieser Haarreif, Hut, wie man ihn auch nennen möchte. Hat im Prinzip hier so ein kleines Hütchen mit Mickey drauf und steht ein Mausketier drauf. Ich bin noch etwas unentschlossen. Ich habe sie noch nicht getragen, weil ich finde, da ist irgendwie so viel leer auf dem Kopf. Ich will sie jetzt nicht anziehen, sonst ruiniere ich meine Frisur. Aber ich habe sie in irgendeinem Haul mal gezeigt und naja, ich muss mal gucken. Vielleicht finde ich noch ein Outfit, wo sie irgendwie zupassen. Und der Hut ist ein bisschen locker, aber vielleicht festkleben. Ja, dann machen wir weiter mit Ohren aus Florida, also Walt Disney World Florida, die ich selbst gekauft habe, aber die mir irgendjemand mitgebracht hat oder zugeschickt hat. Und zwar, ja. Einmal hier diese tollen Ohren, die gab es am Anfang dieses Jahres, im Januar 2020. Nadine war, also die sind für das Jahr 2020, weil hier an der Seite auch 2020 draufsteht. Und ja, die liebe Nadine war in Florida und hat mir diese mitgebracht. Die waren lange ausverkauft und dann hat sie doch noch ein paar gefunden, wo ich mich sehr drüber freue. Dann war sie auch da beim Run Weekend und sogar beim Marathon Weekend, genau. Und da hat sie mir dann diese tollen Run Disney Ohren mitgebracht, wo ich mich riesig drüber freue, weil ich liebe Run Disney und ja, mache auch bei den Run Disney in Paris mit und freue mich darüber, dass ich diese Ohren dann tragen kann. Zu dem Muster, hier habt ihr das Cinderella Castle, dann Epcot Kugel, weil es halt aus Florida ist, dann habt ihr den Tower of Hollywood Tower Hotel und den Baum aus dem Animal Kingdom. Also jedes
Jeder Park ist vertreten. Und in der Mitte habt ihr eine kleine Mickey Maus. Die läuft und ich finde die wirklich toll, auch die Farbe und ja. Und das letzte Paar, was sie mitgebracht hat, ich glaube schon, sind diese roten Sequins, heißen die, glaube ich. Diese mit dem, wenn die Schleife so ein bisschen holo ist. Und die Ohren aus Pailletten. Genau, und die hat sie uns auch noch mitgebracht, also uns, Debbie und mir. Und die finde ich auch sehr, sehr schick. Die passen zu vielen Sachen, aber die würden auch jetzt hier gut zu dem Pulli passen. Und passen auch super zu meinem Lippenstift. Habe ich eigentlich einen Lippenstift drauf? Ich denke schon. genau, also die roten Sequins-Ohren aus Florida. Dann hat, glaube ich, ja, der Axel war auch noch mal in Florida irgendwann und hat uns die hier gekauft. Da sind auch die Sequins-Ohren und ich glaube, die heißen Magic Mirror. Ich finde auch, die glitzern so schön mit dem Holo und da sind dann so verschiedene Farben drin. Und die kann man auch zu ganz, ganz vielen Sachen kombinieren. Ja, kommen wir zum letzten Paar Ohren aus Florida. Die habe ich mir mit, also von jemandem von Instagram habe ich angeschrieben und der hat uns die Ohren mitbringen lassen. Da hatten wir auch ganz viele, ich glaube 3 oder 4, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war sie dann da und hat sie dann aus UK wieder hier hingeschickt und das sind diese Coco-Ohren. Die sind ganz, ganz toll für Halloween mit dieser lila Schleife hier in der Seite, auch ganz besonders mit den Blumen. Als ich die getragen habe, wurde ich auch ganz oft angesprochen im Park, wo ich denn die Ohren her habe. Aus Florida. Leider gibt es nicht alle Ohren, die es in Florida gibt, auch in Paris, was ich sehr schade finde, weil die teilweise echt, echt schöne Ohren haben, wie ihr gerade gesehen habt. Keins der Ohren ist aus Paris. Da gab es in Paris und das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Auf jeden Fall diese Coco-Ohren, perfekt zu Halloween und ja, einfach schön. Ich würde sagen, die Paris-Ohren zeige ich euch am Ende, weil es auch die meisten sind, ja, wie man auch vielleicht denken kann. Dann machen wir jetzt weiter mit Ohren aus Shop Disney, entweder online oder aus dem Shop. Fangen wir mit online an. Letztes Jahr, vor der Halloween-Season oder irgendwann, September, Oktober, gab es diese Halloween-Ohren oder Orangen-Ohren, aber es passt ja super zu Halloween mit den, hier sind auch so kleine Punkte drauf und der passt super zu dem Spirit Jersey. Ja, die passen eigentlich irgendwie. Ich habe zu jedem Ohr irgendwie was Passendes. Auf jeden Fall gab es die online bei shopdisney.de, also in Deutschland. Und ich finde das auch sehr schade, dass es bei Shop Disney so wenig Ohren gibt. Also die kommen jetzt immer mehr mit Spirit Jerseys, was nicht so gut für meinen Geldbeutel ist, aber darüber freue ich mich trotzdem. Aber Ohren, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Die haben viele Ohren jetzt gehabt, die es auch dann in Paris gab, was ich auch gut finde für Leute, die nicht so oft nach Paris kommen, dass sie sich dann online bestellen können. Genau. Aber die gab es dann letztes Jahr zu Halloween. Dann ein paar aus New York, aus dem Shop Disney oder Disney Store in New York. Der Florian ist auch ständig irgendwo unterwegs. War dort im Shop. Oh, mein Rücken. Oh, vom Homeoffice tut mein Rücken so weh. ich sollte mir vielleicht einen bequemeren Stuhl zulegen. Also, der Florian war in New York und im Disney Store und dann hat er die Sally-Ohren hier gekauft, die ich auch ganz besonders finde, weil es die sonst wirklich nirgendwo gab. Ich glaube, die gab es noch online in Amerika bei Shop Disney, aber sonst nirgends. Und die finde ich auch sehr besonders zu Halloween. Und das letzte Paar Ohren, welches ich gekauft habe, ist von Shop Disney UK, aber in London in dem Shop gab es die. Die hat Nadine mitgebracht. Genau, Nadine war auch in London beruflich, glaube ich, und war dann im Store und dann hat sie uns die Ohren hier mitgebracht für Christmas. Finde ich auch sehr süß mit dem Elch und ja. Das war's von Shop Disney, eine kleine Auswahl. So, machen wir weiter mit Ohren von Ears Ever After. Da habe ich euch ja schon den Ohrenhalter am Anfang gezeigt. Und ich liebe auch die Ohren von ihr. Wie gesagt, die kommt aus England, schickt aber auch nach Deutschland. Und ich glaube, das sind die zweitmeisten Ohren, die ich von ihr habe. Von der Anzahl her, weil die wirklich toll sind und auch sehr, sehr besonders teilweise. Und ich fange jetzt einfach an mit den Weihnachtsohren. Das sind hier diese mit Mickey und Minnie. Und das Besondere daran ist, die leuchten sogar. Einige, also man kann wohl alle ihre Ohren mit Leuchtfunktion bestellen. Und so ist das. Und zu Weihnachten ist das wirklich
man ist der Hingucker im Park. Wenn man leuchtende Ohren hat und dann auch noch so welche, die aussehen wie so ein kleiner Tannenkranz, ist es wirklich sehr, sehr besonders. Ich habe mir dieses Jahr, nee, letztes, also die habe ich vor 2 Jahren gekauft, Weihnachten. Und letztes Jahr vor Weihnachten habe ich mir noch ein paar gekauft. Zeige ich euch direkt mal, damit wir das Weihnachtsthema abgedingst haben. Und zwar einmal hier diese Candy Corn Zuckerstangen Ohren. In der Mitte habt ihr einen Mickey. Da konntet ihr die Figur, glaube ich, auswählen. Ich habe mich für Mickey entschieden, weil es ja den Weihnachtsbild-Jersey mit Mickey drauf gehabt. Da hat das ganz gut gepasst. Die leuchten auch, wie man an dem Kabel erkennen kann. Ich habe das nicht so schön versteckt. Mach ich mal an. Ja. Müsste man die Batterie dann noch wechseln für dieses Jahr Weihnachten. Genau, die gab es dann neu. Die hatte sie vor 2 Jahren dann nicht. Und die hat sie dann letztes Jahr neu gelauncht. Und dann habe ich sie mir direkt bestellt. Hier kann man es auch gut erkennen, wie sie aussehen. Und das dritte Paar Weihnachtsohren, was ich von ihr habe, ist dieses Paar. Der Stoff müsste euch bekannt vorkommen, weil es der gleiche Stoff ist für die Ohren, die ich auch selbst genäht habe. Den Stoff habe ich dann auch gefunden bei eBay, glaube ich, und mir dann auch bestellt. Aber ihre Schleife finde ich irgendwie schöner mit dem Bordeaux. Ist ein bisschen dezenter. Und genau, das ist das dritte Paar Weihnachtsohren von ihr. Wie gesagt, ich packe euch den Link von ihr unten in die Infobox. Es ist auch nichts irgendwie Kooperation oder bezahlt oder so. Ich mag ihre Ohren wirklich sehr gerne. Und also die hat wirklich sehr, sehr spezielle Ohren. So, und jetzt machen wir weiter mit den Seasonal-Ohren von ihr. Und zwar einmal diese Halloween-Ohren mit Mickey Pumpkins, also Mickey Kürbisköpfen. Die leuchten auch. Das zeige ich euch mal. Wenn die Batterie noch drin ist, also noch einigermaßen voll ist. Ah ja. Ich glaube, man kann es ganz schwach erkennen hier an der Seite. Genau, die leuchten auch. Da es ja im Herbst auch früher dunkel wird, kann man die dann auch ganz gut einschalten. Und ja, es ist wirklich ein Hingucker, wenn man leuchtende Ohren hat, weil es sowas halt nicht in Paris gibt. Also es gibt schon Ohren, die leuchten, aber ich habe keins davon, weil der Reif aus Plastik ist und ich dann irgendwie Kopfschmerzen bekomme. Genau. Puh, der Berg, der sammelt sich aber hier. Muss ich gleich alles neu sortieren. Ja, dann machen wir weiter mit ESFA After, und zwar einmal diese Simba und Nala Ohren, auch passend zur Lion King und Jungle Books Season habe ich mir die gekauft letztes Jahr. Und es ist wirklich ein ganz, ganz süßes Muster mit Simba und Nala, so als Herz mit dem Schwanz und der roségoldenen Schleife. Die finde ich auch ganz, ganz toll und ich weiß, dass sie die leider nicht mehr produziert. Und ich trage die, also ich habe die schon so oft getragen, weil ich die wirklich ganz, ganz toll finde mit dem Roségold und den Mickey-Köpfen, dass ich hier schon Mickey-Kopf verloren habe. Hier im Reif lösen sie sich auch langsam. Den kann man hier noch ein bisschen festkleben. Also wirklich, die habe ich echt schon sehr, sehr oft getragen, weil ich die auch sehr gerne mag. Dann habe ich mir für die Star Wars Season, die leuchten auch, Moment. Kabel guckt jetzt raus, ist aber egal. Und zwar diese BB-8 oder BB-8 Ohren. Die habe ich mir auch mal bei ihr bestellt, damit ich Ohren habe, passend zur Star Wars Season. Die sind mittlerweile auch schon, glaube ich, 2 Jahre, 1,5 Jahre alt. Habe ich mir also nicht für dieses Jahr Star Wars, sondern das Jahr davor gekauft. Und ja, ich mag BB-8 ganz gerne, obwohl jetzt Baby Yoda BB-8 ersetzt hat, aber da gab es damals noch kein Baby. Licht ausmachen, Batterie sparen. Dann letzten zwei Paar. Einmal das hier, das hatte sie immer zum Valentinstag-Special, hatte sie immer diese Ohren, weil die halt mit Herzchen sind und Mickey und Minnie, die sich küssen. Ja, es müsste Mickey und Minnie sein. Ja, ich war mir gerade unsicher, sah ein bisschen aus wie Mickey und Mickey. Genau, die habe ich auch schon ganz, ganz oft getragen, weil die auch einer der ersten waren, die ich hatte, und die sind halt auch rot, passen auch zu diesen Outfits hier, und deswegen habe ich auch schon ganz, ganz oft getragen, und die halten echt gut, also wettermäßig und so. Und da sind sie runtergefallen. Das letzte Paar, was ich von ESFA After habe, ist das Paar, das hatte sie auch mal als Special Edition sozusagen, weil es diesen Stoff bei Shop Disney als Kleid gab, glaube ich zumindest.
Und dann hat sie daraus passend Ohren genäht, was ich wirklich süß finde. Ich habe das Kleid nicht, aber ich fand die Ohren so süß mit dem Flamingo und mit der Mini und so Urlaubsstyle. Und auch die Schleife finde ich super putzig mit dem Pastellrosa. Habe ich noch nicht so oft angehabt, aber die sind auch wirklich sehr, sehr schick. Ich glaube, die erste halbe Stunde ist schon fast rum. Ja, so noch ein paar. Nur so ein bisschen. Machen wir weiter mit Ohren, die ich auf einer Disney-Kreuzfahrt gekauft habe oder die mir mitgebracht wurden von einer Disney-Kreuzfahrt. Also die man nur auf Disney-Schiffen bekommt. Und zwar einmal die hier. Ich war ja letztes Jahr im September auf meiner ersten Disney-Kreuzfahrt und das war wirklich ganz, ganz toll und habe mir auch dumm und dämlich geshoppt. Und zwar, ja, einmal diese paar mit dem blauen Sparkling und hier in der Mitte habt ihr einen Anker und einen kleinen Mickey-Kopf. Und die sind echt auch sehr, sehr schick, finde ich. Dann ein zweites Paar habe ich mir dort gekauft und zwar hier diese Rosé-Goldenen. Ich habe sehr viel mit Rosé-Gold, ich weiß. Es kommen auch noch ein paar. Und in der Mitte habt ihr auch wieder die kleinen Anker wie vorhin, nur auf der Schleife. Und auch mit den Mickey-Köpfen drauf. Ich liebe das, wenn das so im Licht glitzert. Huch. Und das letzte Paar Ohren wurde mir mitgebracht von der lieben Britta. Die war nämlich auch letztes Jahr auf einer Disney-Kreuzfahrt in Florida. Und hat mir dieses Paar Ohren mitgebracht. Dieses Paar gab es bei uns nicht. Es hat diese, sind das Rettungsringe? Ich weiß nicht, auf jeden Fall diese Schwimmringe von Schiffen drauf. Ich finde die auch sehr besonders. Ich hatte sie leider noch nie an. Ich will mal gucken, ob ich schon mal eine Gelegenheit habe. Ich weiß gar nicht, ob es noch Ohren gibt, die ich noch nie anhatte. Bestimmt. Auf jeden Fall hat sie mir diese mitgebracht und ansonsten kommen sie beim nächsten Mal mit, wenn ich auf Disney-Kreuzfahrt gehe. Aber ich finde die ganz besonders. Hier sieht man das hinter dem schwarzen Hintergrund. Ja, bleiben wir bei Britta. Ich habe euch ja auch am Anfang erzählt, dass sie die Ohrenhalter selbst macht, aber sie näht auch, also nee, sie näht sie nicht, sie kann nicht nähen, aber sie macht auch selbst Ohren. Und sie hat, ich habe drei Paar Ohren von ihr. Und zwar hat sie uns einmal zu Weihnachten dieses schöne Paar Ohren gemacht. Mit diesem Weihnachtsmuster, mit dieser Schneeflocke. Ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Hier sind so Perlen oben drauf und hinten habt ihr so kleine Schneeflockenmuster. Und die hat sie damals für Nadine und Debbie und mich gemacht, als wir zu dritt im November im Park waren. Und die sahen richtig, richtig toll aus auf dem Kopf. Was ein bisschen problematisch war, war Wind. Also als die Windböe kam, da waren sie weg. Aber weil es halt nicht so fest im Kopf sind. Aber das hat man bei den meisten Ohren. Das nächste Paar Ohren, was sie für mich gemacht hat, sind diese Olaf-Ohren und die leuchten auch sogar. Muss ich noch rausfinden, wie man das nochmal anmacht. 10 Stunden später. Wie macht man das denn? Ach, da. Genau, also ihr seht die Schleife. Hier ist die Schleife, die leuchtet. In verschiedenen. Das war's. Also drei verschiedene Blinkoptionen in der Schleife. Genau, einmal mit Olaf. Und dann auch nochmal, die finde ich richtig toll, die habe ich leider auch noch nicht angezogen. Aber es gibt gerade bei EMP ein passendes Rapunzelkleid, was ich mir da sehr wahrscheinlich dazu holen werde. Und dann habe ich ein super Disney-Bounding. Und die leuchten auch. Da, jetzt habe ich einen Knopfknaller gefunden. Hier sieht man das Leuchten besser, weil die Schleife dunkel ist. Und ich finde, dass der Pascal in der Mitte drauf sitzt, ist richtig süß. Also sie macht das mit sehr viel Liebe, sehr detailgetreu. So mache ich das nicht. Ich mache das einfach mit normalem Stoff und einer Schleife. Also ich bin da nicht so begabt mit diesem Basteln hier, wie die sie das macht. Aber wenn ihr Interesse habt, schreibt es einfach an über Instagram und vielleicht findet. Also sie macht auch Ohren, also nach Anfrage. Also wenn ihr sagt, oh, ich mag Belle so gerne oder oh, ich mag, keine Ahnung, das Biest so gerne. Dann glaube ich, macht sie auch Ohren nach eurem Wunschdesign. Also sie ist da schon sehr talentiert, finde ich. So, ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4 Kategorien, aber die größte Kategorie ist halt das Disneyland Paris. Und zwar habe ich, also jetzt kommen wir zu der nächsten Kategorie, und zwar habe ich bei Clarice heißt das so, dieser Krimskramsladen, wo man alles Mögliche finden kann. So meistens so Haarklammern, so für Kinder und so. Auf jeden Fall hatten sie eine Zeit lang Ohren. Ich glaube, das waren sogar mal so Mystery-Ohrenpackungen.
Auf jeden Fall habe ich zwei Paar Ohren, von denen habe ich auch. Das war jetzt kein deutscher Satz. Wenn man so viel reden muss. Und zwar habe ich einmal hier diese Ohren. Die finde ich auch sehr schön. Wo ich die Ohrenform ein bisschen klein finde, so im Vergleich. Also ein bisschen platt gedrückte Ohren. Aber ich muss sagen, die verschiedenen Farben passen dann auch zu allen möglichen Outfits. Und auch sehr gut zu Magic Pride. Obwohl, da habe ich jetzt auch ein eigenes Paar Ohren zu. Und auch sehr eigen ist dieses Paar Einhornohren. Ich finde, das Einhorn, gut, jetzt zu Onwards passt es wieder. Weil da kommen ja Einhörner vor. Aber die Ohren gab es schon vor Onwards. Und da wusste ich nicht so richtig, wo ich hin muss. Also es gab keine Assoziation zu Disney. Deswegen fand ich es ein bisschen komisch. Aber jetzt kann ich sagen, hier, das ist von Onwards. Das Einhorn. Das passt dann ganz gut, aber ich finde, also die Farben, die Farbkombi finde ich super. Und auch die Blumen hier. Ich mag eh so Blumendesign. Genau, und das sind die zwei Paar, die ich von diesem Laden, von diesem Clarice-Laden hatte. Ja, ich habe euch ja auch immer Ohren gezeigt von Shop Disney. Aber da gab es jetzt, dieses Jahr gibt es jetzt diese Minnie Mouse Attraction Collection. So ein Zungenbrecher. Die wollte ich euch aber separat zeigen. Also ich habe ja gesagt, es ist Anfang April. Das heißt, ich habe drei Paar bisher. Und mein Ziel ist es wirklich, alle 12 zu bekommen. Ich hoffe, ich habe Glück. Ich gebe mein Bestes. Aber wie gesagt, ich habe jetzt erstmal drei. Und zwar im Januar gab es die Hyperspace Mountain oder nur Space Mountain Ohren. Die finde ich richtig, richtig schön. Mit der lila Schleife und den kleinen Mickey-Details in der Schleife. Und die sind auch so ein bisschen abgespaced. Und die glitzern auch so schön. Also ich glaube, von den drei Paaren ist das mein Liebling. Dann im Februar gab es die Ohren zu der Attraktion Pirates. Dieses Boot oder Schiff, das ist so locker. Seht ihr das? Das muss ich echt... Wenn eine Windböe kommt, dann ist es weg. Oder wenn es regnet und sammelt sich hier Wasser, dann ist es auch weg. Oder man kann einen kleinen Jack Sparrow hier reinsetzen. Auf jeden Fall sind sie... sie sehen getragen gar nicht so schlecht aus, finde ich. Und sie sind halt sehr besonders. Ich habe nicht so oft ein Schiff auf dem Kopf. Aber wenn man die Kollektion möchte, dann muss man die auch hinnehmen. Und wie gesagt, getragen sehen sie gar nicht so schlecht aus. Man muss nur aufpassen mit dem Schiff, weil es wirklich sehr, sehr locker ist. Und die dritten Ohren, also die aus dem März, zu der Attraktion Teacups, die sind wirklich sehr besonders. Ich habe sie schon in meinem März-Haul getragen. Ich trage ja immer die Ohren zu dem passenden Haul. Und ja, das sind die Ohren. Obwohl, die kosten sogar noch mehr. Ich habe ja gesagt, Ohren kosten zwischen 20 und 30 Ohren. Ja, Ohren kosten zwischen 20 und 30 Ohren. Euro meine ich. die kosten 35 Euro. Mhm. Als der Preis released wurde, dachte ich, oh Gott, ich will gar nicht wissen, was ich dafür am Ende des Jahres zahle. Naja. Auf jeden Fall sind diese wirklich sehr besonders mit dem Schleier hier vom Gesicht. Man kann es auch so anziehen, da haben wir die Schleife auch hinten. Ja, wie gesagt, sehr, sehr besonders und würde ich jetzt nicht jeden Tag anziehen, aber besonders. Bevor wir mit Disneyland Paris dann weitermachen oder zum Ende kommen, habe ich noch zweieinhalb Paar Ohren, die ich aus irgendwelchen Shops gekauft habe, mal so random, also zufällig. Und zwar einmal... Das sind keine Ohren, deswegen habe ich gesagt, zweieinhalb ist dieser Haarreif. Der hat so kleine Mickey-Köpfe. Und getragen, muss ich sagen, sieht der nicht so toll aus. Also auf dem Bild dachte ich, ja, und für Magical Pride, ich weiß nicht, ich kann mich noch nicht mit dem anfreunden. Vielleicht finde ich eine Frisur. Weiß ich nicht, wenn man den so trägt. Das könnte vielleicht klappen. Natürlich nicht zusammen. Aber, also wie gesagt... Ich habe den, glaube ich, bei jemand anders gesehen, bei Instagram. Dachte, oh, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Bestelle und dann sah ich total kacke darin aus. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich es anziehe. Mal sehen, vielleicht findet sich ja ein Anlass irgendwann mal. Dann habe ich mir hier diese Ohren noch gekauft. Ich habe echt viele Ohren für die Lion King und Jungle Book Festival Season. Und zwar sind, glaube ich, von Infinity Ears UK. Das sind so 3D-Ohren. Die finde ich richtig cool und die passen auch gut zu meinem Rock, den ich habe. Und ja, das ist die kann man sogar abnehmen, also man kann, die sind hier so magnetisch und da kann man die im Prinzip austauschen, also man kann, oh, jetzt kriege ich sie nicht mehr rein.
man zwei Ohren in der Hand hat, ne? Oh, nicht kaputt machen. Das wäre es jetzt noch gewesen. Oh, der hat sich ein bisschen abgelöst, aber kann man mit Heißkleberdraht machen. Hier Rafiki mit Simba hat sich von der Platte hinten gelöst. Auf jeden Fall habt ihr Timon, Pumba und Simba lang spazieren. Genau, hier Rafiki mit der Blumenszene, wo er Simba hochhält. Also ich finde die sehr, sehr schön und die haben auch super zu Lion King und Jungle Book Festival gepasst. Und ich hoffe, dass ich sie auch dieses Jahr wieder anziehen kann und dass die Season wirklich reibungslos abläuft und dass Corona bald also keine Auswirkungen mehr darauf hat. Achso, und die Schleife kann man sogar auch austauschen. Also ist wirklich alles austauschbar. So. Ne. Hä? Ich mach das später. So, ja, kurz vor knapp musste jetzt noch der Akku leer gehen. Ich habe jetzt ein bisschen geladen. Ich muss mich aber jetzt beeilen, damit ich das jetzt eigentlich noch fertig kriege. Also, das nächste Paar Ohren, was ich irgendwo zufällig gekauft habe, ist dieses Paar Phantom Männer Ohren. Habe ich letztes Jahr extra gekauft für die Phantom Männer Eröffnung, für das Event. Und da habe ich mir ein lila Kleid gekauft und halt die passenden Ohren. Die habe ich irgendwo bei Etsy gefunden. Ich habe Phantom Männer Ohren irgendwie eingegeben und dann kam die. Und genau, seitdem habe ich die. So, jetzt zeige ich euch noch schnell Paris und dann hoffentlich reicht der Akku noch. Okay, alle passen nicht auf meinen Schoß. Okay, machen wir weiter mit Paris. Wie gesagt, durcheinander, kein nicht nach Season bedingt. Ich hatte eigentlich auch noch eigentlich zwei Paar Ohren mehr gehabt in meiner Kollektion. Eins habe ich verloren. Das habe ich im Agrabah-Café liegen lassen. Das war ein Ohren von Ersebe After. Und ein paar Christmas-Ohren habe ich irgendwo verloren. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich glaube, ich habe die im Hotel vergessen oder so. Als ich im Dezember da war im Disneyland, sind diese Christmas Disneyland Paris Ohren gewesen, die rot mit rot und mit der grünen Schleife. Aber gibt es bestimmt dieses Jahr nochmal, da kaufe ich es mir so nochmal. Auf jeden Fall machen wir weiter mit den roségoldenen Sparkling Ohren. Oft kommen ja neue Ohren ins Disneyland, wenn es einen neuen Spirit Jersey gibt, damit die passend sind. Und zudem gab es auch den roségoldenen Spirit Jersey. Dann einmal noch ein weiteres Paar Coco-Ohren. Die sind, ja, die gab es jetzt 2 Jahre in Folge im Disneyland Paris zur Halloween-Season und ja, zum Coco-Thema. Finde ich auch sehr schick, aber ich muss sagen, die anderen Coco-Ohren gefallen mir ein Ticken besser. Aber dazu gibt es auch einen Pullover, der passt super. Dann, wie habe ich eben erwähnt, meistens zur neuen Spirit Jersey gibt es auch neue Paar Ohren. Und zwar einmal hier diese Sparkling Arendelle Aqua-Ohren. Sehr, sehr schick. Die wurden aber vor der Frozen Season released, was ich nicht so ganz verstanden habe. Macht keinen Sinn. Aber egal. Sehr, sehr schön. Ich mag die Farbe sehr gerne. Einer meiner Lieblingsohren, muss ich sagen. Dann, vor kurzem rausgekommen sind diese Korallohren, auch passend zu einem Spirit Jersey. Die glänzen auch so schön im Licht. Und ja, viele der Disneyland Paris Ohren glänzen, also sind mit so einem pailletten Muster. Dann auch vor kurzem ins Disneyland gekommen, die gab es auch vorher schon in anderen Parks, sind diese Donut-Ohren. Ja, muss man mögen, muss man nicht mögen. Ich finde sie auch wieder sehr besonders. Man hat sie ein bisschen aus wie die Simpsons-Donuts, die man essen kann, die Homer immer isst. Aber die Simpsons gehören ja jetzt auch zu Disney, deswegen passt es ja ganz gut, ne Daniel? Du magst ja die Simpsons, ich mag die Simpsons gar nicht. Aber ich fand die Ohren ganz besonders und da ich ja Ohren sowieso sammle, mussten die auch mit zur Kollektion. Dann passen wir auch wieder zum Spirit Jersey, gab es neue Paar Ohren und zwar die Bronzeohren. Ja, also ein neuer Spirit Jersey wurde in Paris gelauncht und dann kamen diese Ohren und wie gesagt auch mit Pailletten und auch wieder, also die sehen alle eigentlich gleich aus, nur andere Farben, ne? Dann auch zum Spirit Jersey sind diese Roséohren. Das war einer der ersten Spirit Jerseys mit dem schwarzen, wurde dieser rosé-pastellfarbene Spirit Jersey rausgebracht mit den passenden Ohren dazu. Obwohl ich mir die Ohren jetzt dieses Jahr erst gekauft habe, zu einem anderen Outfit. Den Spirit Jersey hatte ich schon letztes Jahr. Irgendwie habe ich die passenden Ohren dazu nicht gekauft. Fragt mich nicht, warum. Dann zur Frozen Season kamen natürlich auch Ohren. Von denen war ich am Anfang nicht so begeistert, wegen der Schleife, weil die so aufgebauscht war. Ich mag das eigentlich nicht, obwohl die auch ein bisschen, aber die ist ein bisschen breiter. Die ist so klein und so dick, weißt du? Wisst ihr, was ich meine? Genau, also das war die Frozen-Ohren, die es zur Frozen-Celebration gab. Jetzt dachte ich, die Kamera wieder aus. Der Akku ist leer, aber nein, es geht noch weiter. ja, also man erkennt nicht sofort, dass es Frozen ist. Man hat hier nur so Schneeflocken und
Ja, aber die sind sehr beliebt. Die waren auch eine Zeit lang ausverkauft. Und dann, dazu gab es kein Spill-Jersey, aber die sind sehr, sehr schick, die Ohren. Leider gab es dazu kein Spill-Jersey, warum auch immer. Und zwar diese lila Ohren. Gab es auch letztes Jahr irgendwann, aber die passen auch gut zur Halloween-Season und ich mag die Farbe auch sehr, sehr gerne. So, Part 2 muss ich auf dem Schoß jetzt wiederholen. Ja, dann gab es die Aladdin- oder Jasmin-Ohren eher. Auch letztes Jahr irgendwann im Disneyland Paris. Was ich cool finde, ist dieser fliegende Teppich hier in der Mitte als Schleife und die sind mal ein bisschen anders. Die glitzern zwar auch mit Pailletten, aber finde ich auch ganz besonders zum Aladdin-Thema. Dann auch noch ein paar zu Lion King und Jungle Festival. Jetzt fällt das andere Paar auch noch runter. Und zwar sind diese Simba-Ohren. Also sind nicht die typischen Minimaus-Ohren, aber ich finde die auch ganz süß. Und die sind sogar günstiger. Die waren, glaube ich, nur 13 Euro. Aber die sind auch so anders, ne? Sind nicht diese typischen Minimaus-Ohren, aber finde ich auch ganz süß, passend zur Season. Hatten wir, glaube ich, sogar mit Debbie im Kino an. Wir haben uns die halt auch ein bisschen doof angeguckt. Dann zur Magical Pride. Letztes Jahr gab es diese tollen Ohren. Ich war sehr froh, die noch gefunden zu haben, weil sie, glaube ich, als ich ankam, fast überall ausverkauft waren. Und ja, die haben auch diese Rainbow-Schleife und auch diese Pailletten. Auch sehr, sehr besonders und waren auch sehr schnell ausverkauft. Dann nochmal Ariel-Ohren. Ich habe ja die aus Hongkong euch gezeigt. Jetzt, die gab es in Disneyland Paris. Ich muss sagen, die aus Hongkong mag ich etwas lieber als die. Aber Kollektion, Sammelleidenschaft, dann müssen die auch da bleiben. Ich habe mir schon überlegt, die zu verkaufen, aber ich habe dazu so einen passenden Rock gekauft und dann wollte ich beim Run Disney als Ariel laufen. Da würden die eigentlich ganz gut passen, wegen dem Muster. Aber die anderen finde ich etwas schöner. Ich weiß auch gar nicht, ob es die noch gibt. Dann zu Mickys 90. Geburtstag und so gab es auch eine Party und dann gab es auch diese Ohren hier. Auch ganz besonders, hier steht Mausparty und Mickey sitzt auf den Ohren mit so einem kleinen Geburtstagshut. Habe ich noch nicht so oft getragen, aber war zu einem besonderen Event. Und da erinnert man sich immer sehr gerne an Mickys 90. Geburtstag. Und das letzte Paar, was ich euch zeige, gab es zum 25. Geburtstag von Disneyland Paris. Achso, die sind auch aus Paris, ne? Die muss ich nicht zeigen, die habe ich ja die ganze Zeit im Kopf. Aber die gehören auch zur Paris-Kollektion. Und zwar, ja, die gab es zum 25. Geburtstag von Disneyland Paris. Und ich muss sagen, die drücken etwas. Alle anderen Paillettenohren, die ich habe, drücken nicht. Die muss ich ausziehen nach einer Zeit, weil die wirklich drücken. Die sind sehr, sehr schön mit dem Golden und mit der Schleife und ich habe auch sehr viele Sachen, die dazu passen. Aber die tun einfach nach einer Zeit wirklich weh. Was ich bei mir immer machen muss, ist, dass ich die Ohren beim Essen ausziehen muss. Irgendwie habe ich immer meine Kaumuskeln oder Kaudings, die sind so platziert, dass ich immer, wenn ich kaue, dann gegen die Ohren, gegen den Bügel hier komme. Und das ist dann unangenehm beim Essen. Die fallen dann irgendwie runter und keine Ahnung. Weißt du, was mir beim Kaumuskel schief läuft. Ja, jetzt hoffe ich noch schnell das Outro und dann, genau, das waren meine Mickey Maus, Minnie Maus Ohrenkollektion. Ich sag euch jetzt, wie viele es waren. Zurzeit sind es 56 Stück. 56, eine ungerade Zahl. Ich gehe langsam auf die 100 zu. Mal sehen, vielleicht nächstes Jahr komme ich dann. Wenn ich 100 habe, mache ich ein neues Video. Dann zeige ich euch die restlichen 44. Ja. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr lagt einigermaßen richtig. Ich habe unten kommentiert, welches Paar Ohren euch am liebsten gefallen hat. Und wenn ihr andere Videoideen habt oder andere Videowünsche, auch gerne einfach unten kommentieren. Ich versuche immer alles umzusetzen, jetzt wo man zu Hause ist. Zu Corona-Zeiten hat man auch mehr Zeit. Also, ich versuche alles umzusetzen, was ihr euch wünscht. Das war ja schon länger gewünscht und ich habe jetzt endlich Zeit dafür gefunden. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann! Ciao!